irgendwann fingen die Leute dann halt an, noch mehr uns hin und her zu schubsen und ja, dann wurden wir auch begrapscht, mir wurde zwischen die Beine gegriffen. Und auf einmal wurde man von allen Seiten angegrapscht. Mir persönlich sind sie total in die Jackentaschen gegangen. Dann habe ich versucht, nach jemandem hinter mir zu schubsen und habe dann irgendwann Panik gekriegt, als ich gemerkt habe, dass sie auch versuchen, mich festzuhalten. Sie sprechen nur verdeckt darüber, weil sie sich schämen. Sie zählen zu den Opfern der unzähligen sexuellen Übergriffe auf Frauen in Köln, Hamburg und vielen anderen Städten in der Silvesternacht. Zunächst fließen die Informationen spärlich und widersprüchlich. Erst im Laufe der Woche erfährt die Öffentlichkeit von dieser neuen Dimension der Kriminalität. Wer sind diese Männer, die Frauen bestehlen, massiv sexuell belästigen, in zwei Fällen sogar vergewaltigen? Wie konnte es dazu kommen? Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung mutmaßt. Vielleicht kann man an manchen Stellen schon sagen, es gibt zum Beispiel junge Männer, die wissen, dass sie in ihrer Heimat ganz anders bestraft werden würden als bei uns. Dieses Gefühl hat man ja manchmal, gerade bei Leuten, die vielleicht für Kriminalität kommen. Also nicht als Flüchtlinge, nicht als Einwanderer, sondern für Kriminalität. Und da ist eine schnelle Rückführung natürlich auch klug. Über 30 Tatverdächtige sind der Bundespolizei inzwischen bekannt. 18 davon sind Asylbewerber. Ist deren Integration gescheitert? Wenn jemand kriminell wird, ja, dann ist seine Integration in die Gesellschaft gescheitert. Das ist schon mal klar. Das liegt aber nicht immer an seinem Hintergrund. Das liegt schon mal an ihm. Klar ist aber auch, solche sexuellen Übergriffe gibt es nicht nur an Silvester, aber nur wenige sprechen darüber. Laura und Marie hatten vor einiger Zeit ein ähnliches Erlebnis. Die beiden 15-jährigen Mädchen wurden beim Stadtbummel in der Nähe von München von zwei jungen Männern aus einer Flüchtlingsunterkunft bedrängt. Dann sind die uns praktisch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Die waren zuerst auf der einen Straßenseite und dann sind sie zu uns rübergegangen und haben uns dann praktisch eingeholt und haben dann auch gefragt, ob sie unsere Nummer kriegen oder sowas. Also, und dann haben wir gesagt, nein, und dass sie weggehen sollen. Und dann sind sie aber nicht weggegangen. Und dann haben sie gesagt, ja, halt only one kiss, also halt nur ein Kuss. Und haben uns halt die ganze Zeit so eine Art bedrängt. Die Mütter der beiden sorgen sich um ihre Töchter. Laura darf seitdem nicht mehr lange ausgehen. Der Vorfall ereignete sich im Herbst. Erst durch die Ereignisse an Silvester in Köln trauen sich die Mädchen öffentlich darüber zu reden. Man kennt es halt auch nicht von hier, dass einen halt Leute mal ansprechen und halt nach der Nummer fragen oder so. Und wenn man halt Nein sagt, dass sie halt nicht aufgeben, sondern halt weiterfragen. Und dann fühlt man sich halt irgendwie schon unbehaglich. Sexuelle Übergriffe durch Tatverdächtige mit Migrationshintergrund, bisher ein heikles Thema, das nun in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Eine Debatte über Ängste und Vorurteile, über Integration und Abschiebung ist in Gang gekommen. Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador sieht den Grund für sexuelle Übergriffe in den männerdominierten Gesellschaften der arabisch-muslimischen Herkunftsländer. Sicher und klar ist natürlich schon, dass große Teile der sogenannten muslimischen Welt stark patriarchalisch gesellschaftlich geordnet sind und auch ein bestimmtes Frauenbild vertreten, das so aussieht, dass die Frau definitiv unter dem Mann steht. Fest steht, sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist Alltag in Deutschland und betrifft alle Nationalitäten. Aber die Frauenbeauftragte von Duisburg, einer Stadt mit hohem Ausländeranteil, fordert die Anerkennung unserer Grundwerte. Es wäre wichtig, dass niemand einen Integrationskurs absolviert haben kann, wenn er sich nicht hinter das Grundgesetz und auch eben die Gleichberechtigung der Frauen in Deutschland stellt. Auch Lamia Kador kämpft gegen ein falsches Islamverständnis und setzt sich für demokratische Werte wie Gleichberechtigung ein. Das ist ein Wert und das ist ein demokratischer Wert und Prinzip, den wollen wir nicht aufgeben und dafür stehen wir ein. Es ist also positiv vorleben und zum anderen, wenn dagegen verstoßen wird, natürlich auch hart bestrafen. Übergriffe auf Frauen in diesem Ausmaß gab es noch nie. Deutschland ist schockiert. Bis heute gibt es über 200 Anzeigen allein bei der Kölner Polizei. Aber es gibt auch Stimmen von Migranten, die sich für die Übergriffe ihrer Glaubensbrüder schämen. Ein Syrer distanziert sich auf einem Plakat mit den Worten: Tut mir leid, was passiert ist. Ein türkischer Blogger schreibt: Nein, mein Freund, hier ist Europa, hier ist Deutschland, hier ist Köln. Hier ist das so. Und wenn so viel sexueller Reiz dich zum Tier machen lässt, sorry, da musst du wieder gehen. In Köln trafen sich heute 1000 Frauen zu einem Flashmob gegen Männergewalt.
Alle hoffen jetzt darauf, dass die Täter schnell identifiziert und verurteilt werden.